Im fünften Teil der Videoreihe zur vorbildnahen Bahnhofssanierung geht es um den Bahnsteigbelag mit taktilem Bodenleitsystem, auch Bodenindikatoren oder Blindenleitsystem genannt. Beginnen wir mit einigen Vorüberlegungen zum Bahnsteigaufbau. Dabei dienen mir als Vorbild die Bahnhöfe der Rhein-Erft-Bahn in Pulheim und Rommerskirchen. Beim großen Vorbild gibt es seit einiger Zeit eine Vorgabe für die Höhe von Personenbahnsteigen von 76 cm über der Gleisoberkante. Um ein problemloses Befahren im Modell sicherzustellen, gibt es die Normen europäischer Modellbahnen NEM. Darauf aufbauend hat eine Arbeitsgruppe eine Planungshilfe zum Aufbau von Bahnsteigen erstellt, die den heute beim Vorbild realisierten engen Abstand zwischen Fahrzeug- und Bahnsteigkante umsetzt. Auch bei den Vorbildbahnhöfen in Pulheim und Rommerskirchen ist dies so zu finden. Die wichtigsten Maße habe ich einmal grafisch dargestellt. Der Abstand zwischen Gleismitte und Bahnsteigkante muss mindestens 2 cm betragen. Bei einem Treppenzugang in der Mitte des Bahnsteigs ist ein Abstand zwischen den Gleismitten von mindestens 12,4 cm vorzusehen. Das passt bei mir. Die Breite des Treppenaufgangs soll ca. 3 cm betragen. Beim Inselbahnsteig in Rommerskirchen liegt die Treppe zwar am Ende auf der einen Seite des Bahnsteigs, beim Modell habe ich sie aber vorgezogen und in der Mitte platziert. Die Bahnsteigkanten liegen wie hier beim Beispiel in Pulheim auf der Regelhöhe. Für die Umsetzung in 1:87 empfiehlt die Planungshilfe knapp 0,9 cm. Die Umsetzung zeigt, dass das Ein- und Aussteigen wie beim Vorbild bequem möglich ist. Die Deutsche Bahn baut im Moment jedes Jahr 100 Bahnhöfe so um, dass der Zugang barrierefrei möglich ist. Für eine konkrete Umsetzung hat man 11 Kriterien formuliert. Den stufenfreien Zugang habe ich bereits im letzten Video thematisiert. In diesem Video geht es um die Bodenindikatoren sowie die gute Erkennbarkeit. Bei hellen Bahnsteigbelägen sind hierzu dunkle Kontraststreifen erforderlich, wie die Beispiele in Pulheim und Rommerskirchen zeigen. Angelehnt an die Richtlinie für DB-Stationen habe ich hier eine Grafik erstellt. Neben den Leit- und Kontraststreifen an der Bahnsteigkante gibt es verschiedene Felder. Ich beschränke mich dabei auf die Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder, wobei ich letztere auf dem Inselbahnsteig aus Platzgründen etwas reduziert habe. Es hätte sich sonst ein durchgehendes Abzweigfeld ergeben, was ich optisch nicht so schön fand. Auf dem Bahnhofsbahnsteig war hier mehr Platz. Kommen wir nun zu den Materialien für den Bahnsteigbelag, die ich in der Planung in Teil 1 der Videoreihe bereits beschrieben habe. Die Verlegung einzelner kleiner Gipssteine erschien mir zu aufwendig. Evergreen Scale Models bietet Polystyrolplatten mit unterschiedlichen Rastergrößen, allerdings unkoloriert an. Zur Ermittlung der richtigen Rastergröße diente ein Fußabdruck auf dem Bahnsteig in Pulheim. Die Fußsteigplatten von Auhagen bestehen aus grauem Kunststoff und haben die richtige Größe. Für das Bodenleitsystem gibt es verschiedenfarbige und unterschiedlich strukturierte Spritzlinge von Rietze, mit denen Leit- und Kontraststreifen sowie Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder dargestellt werden können. Als Leitstreifen für die Bahnsteigkante habe ich passende Polystyrolplatten von Evergreen Scale Models zurechtgeschnitten. Starten wir mit dem Aufbau der Bahnsteige. Für die Bahnsteigkanten verwende ich Kunststoffwinkel von Auhagen, die mit hellgrauer Farbe gemischt mit Fugenzement betupft werden. Für den Unterbau des Inselbahnsteigs sowie des Bahnhofs verwende ich Platten von Hekidur, die in unterschiedlichen Dicken angeboten werden. Da der Untergrund mitten unter dem Bahnsteig einen Sprung aufweist, kann ich dies so ausgleichen und die gewünschte Höhe von 0,9 cm über Schienenoberkante über den gesamten Bahnsteig aufbauen. Auf der Bahnhofseite kommt hinzu, dass der Bahnsteig mit der abzweigenden Nebenbahn rechts bereits etwas ansteigt. Die beginnende Kurve am Ende des Bahnsteigs hatte ich versucht, durch Verjüngung etwas auszugleichen. Wie man sieht, war das nicht genug. Aufgrund der Verkürzung des Abstands zwischen Fahrzeug- und Bahnsteigkante ist den Kurven besondere Beachtung zu schenken und mit den vorgesehenen Fahrzeugen zu prüfen, ob der Abstand ausreichend ist.
Kommen wir nun zum Bodenbelag. Die Kontraststreifennachbildung von Rietze behandle ich mit einer Schmutzfarbe von Vallejo, die anschließend wieder abgetupft wird, sodass die Farbe nur in den Rasterzwischenräumen verbleibt. Die Leitstreifen sowie die Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder werden mit der gleichen Farbe koloriert und nicht weiter behandelt. Gleiches gilt auch für die Leitstreifen, die auf der Bahnsteigkante verlegt werden. Die Gehwegplatten von Auhagen werden mit Fugenzement behandelt, dessen Überschuss wieder abgerieben wird. Das Zurechtschneiden der Platten erfolgt mit der Schere. Nun beginnt die Verlegung des Mosaiks. Zum Befestigen nehme ich den Hin- und Wegkleber von Noch, der den Vorteil hat, dass er sehr lange flexibel bleibt und die Kunststoffteile auch nach längerer Zeit wieder abgelöst werden können. Dies war bei mir zum Beispiel zur weiteren Verjüngung am Bahnsteigende erforderlich. Zu sehen ein kleiner Abschnitt im Superzeitraffer, in der Realität circa eine Stunde. Nach erfolgter Verlegung werden die Zwischenräume mit Fugenzement verfugt. So lässt sich auch die nachträgliche Verjüngung am Bahnsteigende wieder heilen. Die bereits vorher durchgeführte Kontrolle hat gezeigt, dass es nun passt. Das Ergebnis kann sich, auch was die Verschmutzung angeht, im Vergleich mit der Realität in Pulheim gut sehen lassen. Die noch sichtbaren Zwischenräume verschwinden bei erneuter Behandlung mit Fugenzement. Links im Bild zu sehen, ein Teilstück mit einem doppelten Kontraststreifen. Hier bereits die erste Ausschmückung, die im nächsten Kapitel zu sehen sein wird. Bereits im ersten Kapitel der Videoreihe zur Planung wurden einige Bahnsteigaufbauten vorgesehen. Auf dem Vorbild für den Inselbahnsteig in Rommerskirchen steht ein DB-Plus-Punkt der Deutschen Bahn. Faller hat diesen Infopunkt als H0-Modell nachgebildet. Das Modell lässt sich einfach aufbauen und ich habe den Fahrkartenautomaten noch mit einem zusätzlichen Funktionslicht ausgestattet. Da es sich um einen Nahverkehrshaltepunkt handelt, findet man eher keine Fernreisenden, sondern täglich wiederkehrende Fahrgäste bei der Fahrt zur Arbeit oder Schule sowie Gelegenheitsfahrgäste auf dem Weg zum Shopping oder Sport in der nahen Großstadt. Das Vorbild für den Bahnhof steht in Pulheim und der Modellbau wurde bereits in Teil 2 gezeigt. Auch für die Ausschmückung bietet der Bahnhof interessante Anhaltspunkte. So zum Beispiel den Grünstreifen nebst Fahrkartenautomat. Die Szene passt prima und auch hier gibt es wieder ein Funktionslicht. Auch auf der rechten Seite des Bahnsteigs ist in Pulheim einiges Grün zu sehen. Das Beet wurde aus einer Mischung von trockener Blumenerde mit Sand erstellt. Mit passendem Unterstand und Infotafel sieht es dem Original zum Verwechseln ähnlich. Auch die Sports und Music Bar Gleis 1 darf natürlich nicht fehlen. Die Nachbildung des Eingangs wurde bereits in Teil 2 gezeigt. Im Programm findet man samstags zum Beispiel die Malle-Party. Das Disco-Licht von Falla hilft bei der Modellumsetzung. Neben der weiteren Ausgestaltung des Bahnhofsgeländes fehlt insbesondere die Anbindung an die bereits vorhandene Kleinstadt. Der Blick nach Pulheim zeigt vor dem Bahnhofsgebäude eine Bushaltestelle mit jeder Menge Busverkehr. Die gezeigte Szene ist ohne Zeitraffer und ungeschnitten. Auf der Seite gegenüber dem Lagerschuppen sieht man hier im Hintergrund bereits eine DHL- und Poststation. Ganz so groß wird sie aufgrund der räumlichen Situation im Modell nicht werden können. Die passenden Automodelle sind schon mal vorhanden. Bis dahin!